Die Zahlen sind ganz eindeutig. Es sind mehr Interimskräfte im Einsatz. Im Januar diesen Jahres, 2023, waren 73% der Interimsmanager im Einsatz. Letztes Jahr waren es nur 50%. Das geht quer über alle Branchen. 72% der Interimskollegen waren im Einsatz in Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Die häufigsten Kunden sind Automotive, Industrie, Transport und Logistik. Ja, der größte Prozentsatz der Interimsmanager ist auf C-Ebene tätig. Das heißt Geschäftsführer, Vorstand, diese Ebene. 47% der Interimsmanager finden ihre Kunden durch ihr eigenes Netzwerk. 32% durch Provider und der Rest über Plattformen im Internet. Die größten Themen sind die große Klammer des Änderungsmanagements, also Change Management, Transformation, Umbau des Geschäftsmodells, Erschließung neuer Märkte und natürlich das große Thema, was auch mein eigenes ist, die Umstrukturierung oder Restrukturierung. Also gegenwärtig ist sehr viel Schwung im Markt. Das merken nicht nur die Insider, das merken auch die Kunden. Denn der Fach- und Führungskräftemangel, der ist nun wirklich flächendeckend überall angekommen. Und Interimsmanager, die bieten halt hier wirklich eine der wenigen Alternativen und das auch möglichst schnell und mit großer, großer Erfahrung.